Es geht um einiges an diesem Gründonnerstagabend im Ilburg-Stadion. Eilenburg gegen Meuselwitz, die Gastgeber könnten mit einem Sieg bis auf 3 Punkte rankommen an den ZFC und sich wichtige Luft im Abstiegskampf verschaffen. Die Meuselwitzer kommen besser rein. Max Kulke, 7. Minute, geht da vorbei an Jonathan Muza in der Mitte. Benjamin Förster gleich mal mit der Doppelchance. Erst der Versuch mit der Hacke, danach legt er den Ball am langen Pfosten vorbei. Förster, einer von 2 Neuen beim ZFC, kam für Florian Hansch in die Startelf. Der andere Neue im Tor, Jean-Marie Plath, bei den Gästen, und der sollte gleich im Mittelpunkt stehen. Ecke Christoph Jakisch, und dann Plath, der faustet seinen eigenen Verteidiger an. Felix Müller, da gibt's das Abklatschen, denn der Ball wäre beinahe ins eigene Tor gegangen. Glück für den ZFC in dieser Szene. Und Trainer David Bergner, der war entsprechend noch nicht ganz so zufrieden mit der Anfangsphase in diesem Spiel. Sechsundzwanzigste Minute, Freistoß für Meuselwitz. Kulke bringt den rein. Der Schuss von Felix Müller wird jetzt geblockt. Und dann das Foul an Miatke. Und da zeigte sich zum ersten Mal, wie viel Abstiegskampf in dieser Partie steckte. Denn Achtung, im Hintergrund oben links, da kommt Andi Trübenbach angeschlichen. Und dann gibt es eine kleine Auseinandersetzung mit Christoph Jakisch. Tim Bunge dort von rechts kommt auch noch mit dazu. Zum ersten Mal wurde es hitzig in Eilenburg. Schiedsrichter Pascal Wien hat die Situation unter Kontrolle. Gelb für Trübenbach, gelb für Bunge. Und natürlich noch der Freistoß für den ZFC. Max Kulke wird ausführen. Und da kracht's einmal richtig, aber der Ball noch heiß. Trübenbach. Das 0:1. Meuselwitz geht in Führung. Erst der Lattenkracher von Max Kulke und dann gibt es wilde Proteste der Eilenburger. Sie wollen eine Abseitsstellung gesehen haben. Zum Zeitpunkt des Abspiels von Eckert löst Fiedler im Hintergrund das Abseits auf. Regelkonformer Treffer, richtige Entscheidung des Schiedsrichtergespanns. Zweimal Aluminium innerhalb kürzester Zeit. Und abschließend Regionalligatreffer Nummer 6 in dieser Saison für Andi Trübenbach. Nico Knaubel, Eilenburg-Trainer, auch noch mittendrin im Geschehen, hatte sich wahrscheinlich auch über diese Abseitsstellung aufgeregt. Sieht die gelbe Karte. Dabei kam er gerade erst zurück von einer Gelbsperre, musste im Spiel gegen Halberstadt von außen zuschauen. Danach war Pause, 0:1, die Gemüter konnten sich beruhigen. Zweiter Durchgang, Ecke Jakisch, Dos Santos und Fiedler verpassen dort beide. Aber Eilenburg setzt nach über Ricardo Michael und Dos Santos mit diesem schönen Kopfball. Stelmec bekommt seinen bulligen Körper dann nicht schnell genug rumgedreht um die eigene Achse. Toller Kopfball vom Brasilianer von Dos Santos. Da muss sich Plath einmal strecken und dann Stelmec aus zu spitzem Winkel verpasst sein 3. Saisontor. Ansonsten eher wenig klare Torchancen in diesem 2. Durchgang. Wenn, dann sind es Zufallsprodukte wie hier. Eckerts Schuss wird geblockt, genau zu Benjamin Förster. Aber der findet seinen Meister im Eilenburg, Kapitän und Torwart Andreas Naumann. Der macht sich groß vor Meuselwitzer Stürmer und hält erstmal dieses 0:1 fest. Die nachfolgende Szene beispielhaft für das Eilenburger Angriffsspiel heute Abend. Luis mit dem Ball in die Mitte, der geht an allen vorbei, es findet sich kein Abnehmer. Die Gastgeber setzen nach, Ricardo Michael mit der Flanke, auch die wird geblockt. Wieder Michael im Zusammenspiel mit Bunge. Toll mit der Hacke weitergeleitet, aber auch die Flanke geht wieder aus dem Strafraum raus. Nochmal Fiedler mit dem Ball in die Mitte und wieder findet sich kein Abnehmer. Es ist zum Verzweifeln für den FC Eilenburg an diesem Abend. Nebel zog dann rein ins Ilburg-Stadion, es wurde fast schon mystisch und dann schieden die Gastgeber zweimal kurz den Durchblick zu verlieren. Dos Santos mit diesem Fehlpass und Fiedler direkt hinterher zu Amar Kadric, der probiert es aus der Distanz.
Der Ball wird geblockt in den Lauf von Trübenbach. Das 0:2 Andi Trübenbach. Doppelpack zum 2:0 für den ZFC Meuselwitz. Sein dritter Doppelpack in dieser Regionalliga-Saison. Saisontor Nummer 7 für den Meuselwitzer Stürmer. Die Vertragsverlängerung vergangene Woche bis 2024 scheint Aufwind gegeben zu haben. Eilenburg noch mit einer Szene. Tim Bunge mit dem Freistoß ans Lattenkreuz. Der Ball touchiert das Aluminium von außen. Für Bunge geht es danach direkt zur Auswechslung. Der Freistoß, eine der gefährlichsten Szenen im zweiten Durchgang. Danach war Schluss. Meuselwitz holt 3 Punkte in Eilenburg. David Bergner und der ZFC haben den Klassenerhalt damit so gut wie sicher. Ein Ziel hat der Trainer dann aber doch noch. Aber wir wollen natürlich auch einen Heimsieg irgendwann mal einfahren. Ne? Also an so viele Heimsiege kann ich mich jetzt nicht erinnern. Und da haben wir eine Aufgabe, ja, auch Nico noch vielleicht zu helfen, dass er letztendlich nachher mit seiner Mannschaft dort vielleicht noch das rettende Ufer erreicht. Und deswegen sind wir absolut fokussiert auf Halberstadt und wollen die letztendlich nachher auch wieder ein bisschen auf Abstand halten. Und dann gucken wir mal, was passiert. Aber trotz alledem sind wir erstmal glücklich über die 3 Punkte. Hängende Köpfe, Ratlosigkeit und Enttäuschung beim FC Eilenburg. Trainer Nico Knaubel weiß zumindest, worauf es jetzt in den nächsten Tagen ankommt. Dass wir 4 Tage mal die Köpfe freikriegen, um dann die letzten 4 Spiele in der Liga ganz gewissenhaft annehmen. Die wären schwer, die sind schwer, weil jetzt kommt so ein Stück Verkrampfung dazu. Hast jetzt 2 Niederlagen einstecken müssen, gerade zu Hause. Die natürlich nicht dazu beitragen, Selbstbewusstsein herzustellen, aber die richten wir auf. Wir haben eine lange Woche nächste Woche für Sonntag auf Tasmania uns vorzubereiten. Und dann werden wir das analysieren, dass wir auf jeden Fall wieder etwas Lockerheit reinkriegen in die Jungs. Alles klar, danke. Trotzdem erstmal frohe Ostern. Mit einem kleinen Lächeln kann Nico Knaubel dann doch noch gehen. Aber für den FC Eilenburg wird es in den nächsten Spielen verdammt wichtig sein, viele Punkte zu holen, damit es am Ende was wird mit dem großen Ziel Klassenerhalt.